Gut hinten rausgespielt, Rasik. Ja, auch noch vorbei an Senninger. Kriegt er die Flanke oder rein? Nee, kriegt er nicht. Kommt nicht an der Ball, Ludwig. Und Rasik. Ah, ganz gute Flanke auf Lauberbach. Außenbahn. Gute Ballmitnahme. Ahmed Wasim Rasik. Hut. Kein Abseits. Gut gemacht. Von Rasik. Von dem haben wir noch gar nicht viel gesehen. Ahmed Wasim Rasik. Aus Magdeburg gekommen. Tja. Statt. Sofort der Versuch der Gäste hier mal frisch nach Rot-Weiß Erfurt. Nicht mental ein bisschen heißer sind hier heute. Flanke und wieder verteidigt. Sombeck kann aus Sicht der Vereinsführung in diesem Sinne eigentlich nur positiv sein. Okay, abgesehen von dem Pokal aus. Und dafür klingt es eben sehr skeptisch. Er hat auch in der Liga gut gearbeitet, hat Thomas Wagner eben gefragt. Und dann Moritz ist jetzt übrigens ein bisschen weiter hinten. Also es war nicht nur, dass sie dieses 0:3 kassierten gegen Lotte, sondern auch Jevsejev war verletzt und Riedl auch. Aber jetzt die Erfurter mit Kamlot. Rasik, den muss er machen, den macht er, Rasik mit dem Ausgleich, er ist doch der Vorlagengeber, aber hier ist er der Torschütze. Pick, Vorteil Erfurt, Rasik, na, kriegt Hut den, der kriegt ihn, Hut, in der Mitte Biancardi, Hut, das kann die Entscheidung sein, Hut macht's! Sieht Senninger nicht gut aus. Gut reingespielt auf Kamlot. Rasik. Vorbei am Linikowski. Starker Antritt dort von Rasik. Er verpasst so ein wenig das Anspiel Richtung Lier. Kann jetzt mal schnell gehen. Ahmed Rasik, das ist seine Situation. Tempo über den Flügel. Direkt mit der Flanke. Biancardi. Und Hut. Die Hintermannschaft der Erfurter doch erheblich. Rasik nimmt Fahrt auf, mit Ball schneller als der Gegner. Gut gemacht von Rasik! Und Ball rauscht ans Außennetz. Im zweiten Pfosten wäre wieder Biancardi frei gewesen. So gibt es die zweite Ecke. Torito kann zunächst einmal die Gefahr bereinigen. Biancardi dann auf Rasik weitergelegt. Hut vorne drin. Rasik viel zu schnell für seinen Gegenspieler. Das muss jetzt mal die gelbe Karte geben. Gut von Hut Richtung Rasik. Dabanli. Und über rechts spielen sie davor. Der erste Chance für Erfurt und die ist genutzt. Wahnsinn, Rasik mit dem 1:0. Zweite Strebig, zweimal über rechts vorgetragen. Kamlot, der Stoßstürmer, bereitet vor, eben noch im netten Plausch. Ich glaube, jetzt ist die Stimmungslage anders. Und das war ein Foul, definitiv. Und es gibt die gelbe Karte. Rasik. Rasik, auch der kommt da durch. Rasik gibt die Ecke. Aber das war mal eine Überzeugung. Rasik. Und es gibt Geld für den eingewechselten Fridolin Wagner, auch ohne große Emotionen. Spieler weiter, Brückner, Rasik. Muss es alleine machen, muss Tempo mitnehmen. Und Rasik. Stark vom Neuzugang. Und Biancardi mit der Möglichkeit. Mal getauscht. Offensiv hat Richard Weil rausgenommen und Ahmed Wasim Rasik gebracht. Der ist auch gleich dabei und er macht das Tor. Was ist denn das für ein verrücktes Spiel?
Kiene nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung. Jetzt aber über die 20 Klassik. Und dann die erste Torschuss. Ostmeister geworden, DDR-Meister. Aber nach der Wende hieß dann leider, wie von dir schon beschrieben, nicht mehr so weiter. Und weiter geht's hier jetzt mit Rotterdam. Jetzt vielleicht mal. Ja, in dieser zentralen Position da in der Abwehrkette. Der Sprint dauert schon ganz schön lange. Schafft die Konzentration da den. Rasek, der erste Fußballprofi in einer deutschen Profiliga aus Sri Lanka. Eltern stammen von der, selber ist er in Berlin geboren. FC Löning. Schön aufgepasst von Rácek. Bleibt der Ball, Rácek. Nochmal Rácek.